Du willst Quick Cash, dann hör mir kurz zu. Diese Method ist für Anfänger. Ey, yo, Riff, count that money up. Okay, wir fangen an. Regel Nummer 1, benutz lieber Session als Telegram. Weil wenn du dich bei dieser Method packen lässt, dann bist du wirklich da. Und bitte schreib mir keine DM, ob ich den Shit wirklich kann. Okay, fangen wir an. Es geht um Refunds. Befolg nur, was ich sag, und du hast bald die Dollars in der Hand. Über 40 Refunds und Amazon hat ein Shit-Account. 6 Millionen Streams, ich wurde mit Shit-Talk und Scam bekannt. Zwei Optionen, du brauchst einen Amazon-Account. Entweder ist es deiner oder du hast ihn gekauft. Okay, such dir, was du willst und dann klick auf jetzt kaufen drauf. Es ist egal, was du nimmst, nur bei Apple passt du auf. Okay, das ist gerade der Real-Life-Refund, das ist easy. Umso älter der Account, umso höher deine Freebies. Pass ein bisschen auf, hol dir nicht direkt deine Plays. Ich weiß, ich hab auch Psychose, Bruder, aber ich geh nicht direkt crazy. Das Paket kommt an, am besten bringt's ein Asylant. Jetzt bringst du den verfickten Kundenservice um ihren Verstand. Das Paket bleibt am besten vorne vorm Haus liegen. Mach was ich sag, weil am Ende willst du doch nicht auffliegen. Schreib dem Kundenservice und sag, da ist nichts angekommen. Oder die packen zwei Sachen in ein Paket und du sagst, eins ist nicht da. Jetzt schreib dem Kundenservice und sei richtig penetrant. Lack, wenn's sein muss, dann rufst du halt 30 Mal da an. Hast du eine gute Story, hast du auch sehr likely ein Refund. Refund bitte nicht zu oft, sonst wirst du mit Anzeigen überrannt. Und achte auf das Alter des Accounts, mach erst ab 16 Months. Dankeschön, Pepsi, das war grad der Real-Life-Refund. Okay, ich switch up und danach gehen wir zu Anonym. Du brauchst Fake PayPal, VPN und Socks und eine Anusim. Investier in eine Fake Poststation und sag kein Bastardkind. Den Rest müsst ihr euch selber beibringen, ich kann hier nicht weiterreden. Nochmal zurück, der Real Life Refund geht fast überall. Willst du doch mal was von Apple, dann verkauf's danach im Überschall. Das Limit ist bei 1,5, mach daraus keinen Überfall. Bei Zalando ist noch einfacher, die haben Gehirnzellen wie ein Fußball. Vermeide Apple-Seite, Saturn und Mediamarkt. Weil du willst wirklich nicht, dass sich einer von denen verklagt. Lack, lüg die Schwänze an, sag du bist Bauer und heißt Mark. Alles, was gesagt wird, ist frei erfunden und dient nur zur Unterhaltung. Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Sebastian Holzer und zwar habe ich ein Problem mit meiner Bestellung. Ja, genau, die AMD Ryzen 7 im Paket mit der GTX 3080. Wie, das Paket ist angekommen? Hier ist nichts angekommen. Der Postbote war doch gar nicht da. Was ist das für ein Service? Verklagen werde ich Sie. Ihr Postbote macht einen Fehler und ich muss dafür bezahlen, oder was?